Morgen vom Sandusky Beach. Aus Cedar Point. Ah, ich wollte eigentlich gerade sagen, wir haben uns heute einen Strandtag gegönnt. Achso. Ja, aber ist egal. Na gut. Willkommen aus Cedar Point. Ein Park von 1870. Unglaublich. Die meisten Bahnen sind aber nicht mehr von 1870, sondern aus diesem Jahrtausend. Das ist richtig. Und die erste, die wir gefahren sind, steht auch gleich hier um die Ecke. Ja. Nils, zeig sie doch mal. Gar nicht so einfach. So. Da fährt sie. Ja. Gatekeeper. Erstmal zum Park. Es ist der Traum eines jeden Achterbahnfans, einmal nach Cedar Point zu fahren. Und so war das auch das Ziel unserer Tour, hier irgendwann mal zu enden. Es war nicht unser letzter Tag, unser letzter Park auf der Tour, aber es ist auf jeden Fall mein persönliches Highlight und ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich freue mich schon auf diesen Tag. Ich kann das bestätigen, Nils fiebert dem Tag seit Wochen entgegen. Ja, er hat auch schon ein bisschen Pipi in den Augen, als wir hergefahren sind. Auch das kann ich bestätigen. So, jetzt sind wir hier seit 2 Stunden ungefähr. Genau. Und schon einiges gefahren, zum Beispiel Gatekeeper, Jonas. Genau, Gatekeeper, ein Wingcoaster von Mitte 2013. Die Bahn ist 1260 Meter lang und 52 Meter hoch. Boah, Nils. Ja. Das sind so die Eckdaten. Und die... Achso, sie geht übrigens übers Eingangstor. Richtig, das ist die Besonderheit Gatekeeper. Sie bewacht das Tor, den Eingang von Cedar Point. Ja, die Daten lassen eigentlich was total Krasses vermuten, aber... Boah. Ja. Man muss sagen, wir sind die Bahn jetzt heute Morgen gefahren. Ja, im leeren Zug. Leerer Zug. Die Bahn ist seit einer halben Stunde maximal im Betrieb gewesen. Wir werden wahrscheinlich heute Abend noch mal was anderes sagen, aber aktuell war sie uns ein wenig zu langsam. Ja. Also nicht nur ein wenig, also viel zu langsam. Viel zu langsam. Wenn man das jetzt mal mit Thunderbird vergleicht, ist das ein Rumgeschneiche. Schon vom Parkplatz hat man gesehen, oh Gott, die quält sich ja durch den Track. Ja. Aber sonst ist das ein sehr imposantes Bild, wie sich übers Tor schlängelt, so durch zwei Portale. Und auch durch diese Portale durchzufahren, zumindest auf dem Hinweg, macht schon irgendwie was her. Auf jeden Fall. Auf dem Rückweg ist diese Passage allerdings super lang gezogen und super langweilig. Ja, man fragt sich, ob man überhaupt nochmal zurückkommt. Genau. Vielleicht wäre da ein Drop irgendwie unter der Station, unter dem Eingang vielleicht noch geiler gewesen, wie bei Fury oder so. Ja, ja. Wir testen es nachher nochmal, ob es dann besser ist. Genau. Anschließend sind wir, könnt ihr mal, man kann es sehen, man kann es sehen. Ja, doch, man sieht es. Da. Wallraven, der neueste, nein, nicht die neueste, die zweitneueste Bahn hier im Park. Genau. Dive Coaster von 2016. Genau. Mit einer Länge von 1050 Metern und einer 120 km/h Maximalgeschwindigkeit. Und 70 Meter hoch. Und 70 Meter Höhe. Wirkt sich schon sehr beeindruckend. Und auch der First Drop ist schon echt fett. Ja. Dann kommt, wie das war das für das erste Element? Immelmann. Der drückt auch ganz gut. Ja. Dann kommt allerdings auch schon die Blockbremse. Ja, die sehr viel Dynamik rausnimmt aus der ganzen Bahn. Und danach ist die Bahn recht lahm. Rumgeschneichelt. Allerdings auch, wieder dazu sagen, gleich morgens gefahren. Ja. Hat leider, also wir sind jetzt der Griffin schon gefahren, in Busch Gardens. Sie hat 10er-Wagen. Also man genau. Sieht mit 10 Personen einer Reihe. Hier sind es nur 8. Krakitz hat, glaube ich, 6, ne? Ja. Wir vermuten, dass auch die Schiene etwas kleiner ist als bei Ja, wissen wir mal nicht. Wissen wir nicht. Vielleicht könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es rausgefunden habt. Und ja, also Nils sagt auch, er saß außen hinten, dass die Bahn ziemlich viel Schwingung erzeugt. Und auch wenn man oben in der Blockbremse stand, also man steht ja wirklich fast, merkt man, wie das ganze Ding schwingt. Also da bin ich schon bessere Bahn diesen Urlaub gefahren. Ja, ja. Hatte ich mir persönlich auch mehr davon erhofft, aber naja, aber egal. Wie gesagt, der Anfang ist ganz cool. Ja. Thematisierung ist völlig... Ja, so ein bisschen... Aber Thematisierung hier im Park ist auch, glaube ich, nicht so das Thema. Sehr stilistisch, die Achterbahn steht im Vordergrund. Genau. Ja. Dafür ist Cedar Point aber auch bekannt. Genau. So, anschließend. Danach sind wir zur... Ja, eine der Ikonen hier in dem Park. Genau.
Wir sind nämlich Millennium Force gefahren. Aus dem Jahr 2000. Und diese Bahn ist recht lang. Die hat über 2 Kilometer Länge. 2010 Meter, um genau zu sein. Und kommt dabei auf eine Maximalgeschwindigkeit von 150 km/h. Die Höhe, Nils. Sie war die erste Achterbahn, die 90-Meter-Marke überschritten hat. 91,4 ist sie hoch. Nein, die Höhe ist 94,5. Achso. Ist das andere? Das war die Abfahrt. Achso. Ja. Für eine Bahn aus den 2000ern Wahnsinn, würde ich sagen. Ja. Sie ist wirklich gut. Sie ist wirklich gut. Sie ist auch immer noch wirklich gut. Im Vergleich zu anderen Bahnen ist sie natürlich ein wenig nicht mehr im Vordergrund, würde ich sagen, aber das streichen wir das mal. Sie macht echt Spaß. Sie ist schnell, sie ist rasant und das auf der gesamten Strecke. Ich glaube, bis zum ersten Tunnel hatten wir ein eingeschränktes Sichtfeld. Ja. Die Bahn ist schon fett. Ist auch schön, wie sie durch den Bereich hier, durch den Park fährt, durch die Bauminseln. Mit hoher Geschwindigkeit. Wir sind die erste Fahrt in der ersten Reihe gefahren und das ist sehr witzig, wenn man jetzt schon zig Achterbahn-Dokus gesehen hat und plötzlich dieser immer wiederkehrende First Drop, der in diesen ganzen Dokus immer wieder gezeigt wird, jetzt plötzlich live und in Farbe man selber sieht. Das war schon sehr schön. Also das war eine Bahn, auf die ich mich sehr lange gefreut habe und die ich halt im Nachhinein auch sehr gut fand. Ja, und auch die mal abseits von der Bahn, wenn man den Lift hochfährt, hochgezogen wird mit dem Kabellift, dann die Aussicht ist schon gigantisch über diesen See. Was ist das überhaupt hier? Das ist der See, der Eriesee. Genau. Hier ist auch alles voller Möwen, also man merkt, man denkt, man ist am Strand irgendwo. Sehr schön. Absolut, also wirklich eine tolle Bahn. Ja. Ja, und dann sind wir wieder hergegangen, auf dem Weg haben wir noch den Arrow Suspended Swinging Coaster da mitgenommen. Iron Dragon. Eine schöne Gondelei. Ja, muss man nicht viel zu sagen. Genau. Und jetzt fahren wir Wicked Twister. Genau, bis und dann gehen wir jetzt hin. Unterwegs im Park. Das Angekündigte. Wie angedroht sind wir gerade Wicked Twister. Genau, gefahren. Und Cox. Ja, das auch. Wicked Twister. Genau. Eine Impulsabschlussachterbahn von 2002 und 66 Meter hoch. ein Überraschungshit, wie ich finde. Ja. In der ersten Reihe macht das Ding ja richtig Laune. War mir gar nicht so bekannt, dass die Dinger so Spaß machen. Nee, sieht von außen sehr unspektakulär und steht auch ziemlich randlich am Park. Aber wenn man vorne sitzt oder in der letzten Reihe und die Enden hochgeschossen wird und in die Spirale geht, das kommt auch noch. Sind wir noch gar nicht gefahren heute. Machen wir aber noch. Ja, macht echt Laune. Ja, total. Und anschließend sind wir ein Klassiker des Parks hier gefahren. Die Corkscrew von 76. Also die alte Dame. Uiuiui, sind die schon über 40 Jahre alt. Ja. Was ist das, Nils? Das setzt sich leider auch so. Kein klassischer Corkscrew. Also schon, aber irgendwie abgespeckt. Ja, man fährt den First Drop runter, erstmal auf einen kleinen Bunny Hop. Dann in ein Looping, dann wieder in ein Bunny Hop, dann in eine 180-Grad-Kurve, 2 Corkscrews und dann Schlussbremse. Also ja, es fehlt der Looping und es fehlt die Helix. Genau, im Prinzip so ein bisschen das abgespeckte Big Loop Layout, ist aber auch 7 Jahre jünger, älter. Also von daher, genau, das ist auch. Klassiker halt. Gut. So,
Da vorne sehe ich Holz. Oh. Leider noch nicht Steel Vengeance. Darauf folgt. Aber was anderes. Ich glaube Gemini oder sowas. Oh, davon gibt es glaube ich zwei, oder? Ja. Na dann. Bis gleich. Schöner Höllenritt, was? Oh ja. Wir sind jetzt gerade Steel Vengeance gefahren, die Neuheit 2018 hier in Cedar Point. Glück gehabt. Das war knapp. ehemals Mean Streak, umgebaut von AMC im letzten Jahr. 1750 Meter lang, 62 Meter hoch und fast 120 km/h schnell. Der First Drop ist 90 Grad, damit ist es wahrscheinlich die steilste Holzachterbahn der Welt. Wenn es eine richtige Holzachterbahn wäre. Ist ja halt ein Hybrid-Coaster. Ja, ist halt Hybrid. Ja. Es hat dir im Park heute die längste Wartezeit. Wir haben es angestanden. Wie lange? Von 12.20 Uhr bis 13.52 Uhr. Eineinhalb Stunden. Zwischendurch ist der Zug auch ein paar Mal ohne Gäste gefahren. Wir vermuten, dass es da einen leichten Zwischenfall gab. Ja. Die Fahrt nochmal weil nur der alleine zu leer fuhr. Ja. Aber das ist nicht verwunderlich bei der Bahn. Nee, sie ist ziemlich wild. Und ziemlich gut. Ja, ja. Ziemlich schnell. Ja. Ziemlich viel. Ja. Macht wirklich sehr viel Spaß. Ganz viel spielt sich innerhalb der Holzstruktur ab, was man gar nicht von außerhalb sieht. Genau. Die ersten beiden Camelbacks, die man hier sehen kann. Da. Ich hätte viel früher angefangen. Hä? Ich hätte viel früher angefangen. Ja, mach das doch einfach. Ich hätte gesagt, allein schon, dass man aus der Station auf dem Lift schon diverse Mal leicht Airtime verspürt. Geht dann auf den schönen Lift hoch, der leider viel zu laut ist. Und dann geht es knallhart die 90 Grad runter und weiter nach da. Ist das soweit? Auf die Camelbacks, die leicht nach außen gebankt sind und auch kurvig sind, was ein sehr, sehr cooles Gefühl ergibt, wo man zum Beispiel das Gefühl hat, aus dem Wagen gezogen zu werden, zur Seite zu kippen. Danach kommt eine Einfahrt in die Zero G. Ja. Genau. Ja, und das ja. Seht ihr wahrscheinlich. Wahnsinn. Die durchfährt sich einfach wie ein Traum. Ja. Und da kommt er wieder. Und da ist es ganz gemein, denn da denkt man, dass man diese gleiche Fahrkopffigur nochmal fährt, aber dabei täuscht er sie nur an. Genau. Und wenn man über Kopf ist, dreht er sich wieder zurück. Das ist richtig fies. Voll gemein. Dann geht's wieder hier hoch in die Blockbremse. Ja. Da hat man einen kurzen Verschnaufmoment. Es geht aber auch gleich weiter in einen, etwas leichteren Part. Also man fährt mehrere Elemente. Weißt du sie noch? Ja, die Bunny Hops. Die wirklich sehr gut berechnet sind und nicht so schlimm sind, aber dann geht's auch wieder ratzfatz in die... Genau, denn innerhalb der Holzstruktur, die man jetzt dann in der nächsten Runde durchfährt, verstecken sich noch mindestens zwei
wir sind jetzt gerade erst einmal gefahren, ich meine zwei oder drei noch Überschläge, die man von außen nicht sieht und die auch wirklich sehr cool kommen. In der, ja. Weil man wirklich links und rechts über, unter sich nur Holz hat und ja, coole Headshopper-Effekte. Man hat Angst, jederzeit irgendwo gegen zu knallen. Das ist eine tolle Bahn. Ich würde sie auf jeden Fall nochmal fahren, wenn heute ist nochmal die Wartezeit erlaubt. Allerdings haben wir eigentlich was zu tun. Die Sache ist halt, wir haben viele Achterbahnen und die haben alle so maximal 15 Minuten Wartezeit. Und hier haben wir halt wirklich über eine Stunde. Vielleicht fahren wir sie später im Dunkeln nochmal. Mal gucken. Jo. Was wäre... Ja. Was wäre? Ich wollte gerade sagen, ich wollte weitermachen, was wir davor gefahren haben. Ach ja. Wir sind davor noch was anderes gefahren, wo wir ja schon gesagt haben, da gehen wir jetzt hin. Wir sind... Gemini oder wie wir das auch... Rot und Blau gefahren. Das sind zwei Aerodynamics Doppelspurbahnen. Also zwei Racing-Achterbahnen. Holzstruktur und Stahlschiene, dadurch Hybridcoaster auch. Und ja, über 40 Jahre schon alt. Ich glaube, die war von 78. Hat dieses Jahr 40 Jahre Jubiläum. 40. Fährt sich so ein bisschen wie so eine alte klassische Holzachterbahn, Berg- und Talbahnmäßig. So ist das Layout auch, ja. Aber ohne diese fiesen Stöße von unten. Fährt sich Butter, also die fühlt sich wirklich butterweich. Ich würde sagen, die ist halt butterweich. Ja. Okay. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal was essen. Was essen. Bis dann. Ich habe nämlich richtig Hunger. So, da sind wir wieder. Es ist jetzt 5:30 und wir sind jetzt kurz vor unserem Ziel. Wir sind fast alle Achterbahnen hier im Park gefahren, das ist wirklich sehr anstrengend. Ja, genau. Es fehlen noch, wie viele? Zwei? Nee. Drei. Drei. Drei noch? Ja. Und es ist noch nicht ganz klar, ob wir die letzte noch kriegen, weil es sind die Kinderachterbahn. Wenn auch nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Ja. Nils, wo waren wir denn stehen geblieben? Weil wir waren bei Steel Vengeance und sind dann zu Top Thrill Dragster gefahren. Genau. Gegangen. Genau. Die Bahn, die man irgendwie überall hier im Park aus sehen kann. Genau. 100? Wie viel hoch? Die Bahn ist 128 Meter hoch und hat eine Länge von 850 Meter grob und eine maximale Geschwindigkeit von 193 km/h. Schlecht. Und merkt man das auch während der Fahrt? Ja, ne? Ich würde sagen... Ja, absolut. Also, das ist jetzt die erste Bahn von diesem Typ, die ich gefahren bin, wo ich gesagt habe, jetzt macht der Typ Sinn. Mhm. Also, ja, stimmt, hast du gesagt. Wenn man so, wie heißt es im Saw Park, das Ding? Stealth? Ja, genau. Da dachte ich so, okay, schönes erste Element, aber wo bleibt die Achterbahn? Ja. Aber bei dem Ding brauchst du keine Achterbahn mehr dahinter. Das spricht für sich, das macht Sinn. Ja. Die hat richtig Wumms, die Bahn. Oh ja. Hat richtig Wumms. Man ist ruckzuck auf 130 Meter Höhe. Und auch genauso schnell wieder runter. Aber die ganze Inszenierung, die kommt richtig gut an. Man beschleunigt nämlich innerhalb von 4 Sekunden auf diese 100, fast 200 km/h. Ja. Hat richtig viel Spaß gemacht. Wir hätten fast, wären wir um unsere Fahrt das war super gebracht knapp. Worden, weil ein Ride Operator auf den Notstopp drückte, weil er einen abfahrenden Zug stoppen wollte, weil dort ein Fahrgast nicht angeschnallt war. Und danach ging die Bahn irgendwie gar nicht wieder so richtig in Betrieb. Naja, also... danach muss dann alles erstmal wieder in Grundstellung gefahren werden. Die Züge fahren rückwärts, alle pro Position. Das sind 5 Züge auf dieser Bahn. Man muss sagen, Top Thrill Dragster hat eine Doppelladestation und eine Doppel-Entladestation. Oder noch 2 Bremsplätze. Oder ja. So. Genau. Genau. Und das dauerte halt. Die Züge, die alle schon in Bewegung waren, mussten dann wieder auf ihre Position gebracht werden. Und dann hat er einen nach dem anderen halt auf die Bahn gebracht. Und beim zweiten Abschuss gab es dann wieder einen Halt. Warum, weiß ich allerdings nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall hat es etwas länger gedauert, bis es wieder lief alles. Ja. Dann sind wir gefahren, waren total geflasht von der Bahn, sind raus und haben festgestellt, es läuft schon wieder nicht. Also, ja, da haben sie auch den ganzen Wartebereich geräumt. Also zumindest gesperrt. Es sind einige rausgegangen, einige sind da geblieben. Aber es hat wohl... als wir von der nächsten Bahn wieder kamen, war immer noch aus. Ja. Apropos nächste Bahn. Das war Top Thrill Dragster. Danach sind wir zu Magnum.
Genau, Magnum. XL 2000. 200. 200, weil 200 Fuß hoch. Der Aerodynamics Coaster von 89 mit einer Höhe von 62,5 Metern und einer Streckenlänge von 1560 Metern grob. Ja. Die Fahrt ist sehr schön. Man fährt ein bisschen außerhalb des Parks heraus, genau fährt so über den Wasserpark entlang des Strands und fährt so ein bisschen hoch und runter. Macht eine Buchtknoten, ich glaube, das ist ein Buchtknoten-MS-Element international. Und zum Schluss irgendwie 3-4 Bunny-Hops, die ziemlich zackig gehen. Ja, die, sind, die wirken irgendwie RCT-mäßig, also gerade, hoch, gerade, ja, runter. Also die sind irgendwie sehr, nicht sehr smooth gebogen, aber so hat man trotzdem früher Achterbahn gebaut. Trotzdem macht es Spaß, ja, im Jahre 89. Und sie war wirklich bis Millennium Force 2000 hier die höchste Bahn im Park. Also sehr lange eine Ikone und heute bei unserem Besuch mussten wir eine Fahrt warten, es war sehr leer. Ja, so schnell steigt man ab. Ja. Aber schade, schade. Aber schöne Bahn, wirklich. Absolut. Also wirklich sehr empfehlenswert, falls man mal hier ist, sollte man sie auf jeden Fall, also sollte naja, sowieso fast jede Bahn hier fahren. Eben. Danach sind wir zum Stand-Up, Flawless Coaster Rugal Roo gegangen. Ehemals genau. Mantis Stand-Up Coaster. Das kann sein. Die Bahn an sich ist von 96 und ist ein B&M Coaster mit einer Gesamtlänge von 1190 Meter grob und kommt dabei auf eine Geschwindigkeit von 97 km/h. Ja. Vier in Version. Ja. Solides Layout. Absolut. Halt ursprünglich, also ursprünglich als Stand-Up Coaster konzipiert und zur Saison 15, wieso, umgebaut zum Flawless Coaster und fährt sich dennoch auch mit den Zügen mit, wo man ein wenig tiefer sitzt als im Stand-Up Coaster steht, fährt sich trotzdem super und macht Spaß. Genau. Rugal Roo. Ja. Anschließend, ja, das war eigentlich alles, also war wirklich eine schöne Bahn. Anschließend ging es dann weiter wieder in den vorderen Bereich des Parks. Dort hat uns nämlich noch eine Holzachterbahn gefehlt. Nämlich? Rustic. Von 64. Also richtig alt, naja, richtig alt. Schon ein bisschen älter, etwas älter. Also, älter ja, als wir auf jeden Fall. Schon ein bisschen alt. Das ist eine Holzachterbahn, die im vorderen Bereich des Parks längs fährt. Hat knappe 800 Meter Streckenlänge und eine Geschwindigkeit von 65 km/h grob. Boah, wie fährt sie sich, Nils? Also wenn man einen Kiddie-Coaster erwartet wie in den anderen Cedar Fair Park, wo die Holzachterbahn, die Kinderholzachterbahn auch blau angemalt sind, dann ist man überrascht, weil diese Bahn ist doch ziemlich zackig schnell und hoch. Ja, also höher als die anderen kleinen Holzachterbahnen in den Parks. Den anderen Cedar Fair Park. Hat auch richtig Airtime da drin. Oh ja. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, ist ein bisschen ruppelig, aber das ist halt im Alter auch normal, würde ich sagen. Ja, ne? Ja. Ja. Kann man, also sollte man auf jeden Fall einmal gefahren sein. Lustig war, während der Fahrt hat sich mein Gurt gelöst. Ich war leicht verwirrt. Aber naja. Noch irgendwas zu der Bahn? Na, siehst du. Was steht denn noch im vorderen Bereich? Vielleicht hört man es ja schon. Oh ja, man hört sie durch den gesamten Park. Es ist der B&M-Inverter Raptor. Kreischt wie ein wildes Tier durch den gesamten Park. Genau. Das Ding ist wirklich furchtbar laut. Ist ein Inverter von 94. Hat eine Länge von 1160 Meter grob. Und ist das Vorbild für eine Bahn, die auch in Europa steht gewesen. Lämmig. Monster. Richtig. Im Valligator Park in Frankreich. Die ja auch nur schon importiert wurde aus Japan? Oder wo stand die vorher? Japan, glaube ich, ne? Ja. Genau. Also gleiches Layout, nur mit Blockbremse, die auch fast heute gar nicht gegriffen hat. Fahrt ist wirklich schön. Also mir macht es jetzt durchaus Freude gemacht, dass ich sie noch ein zweites Mal gefahren bin.
Nils nicht, aber ich glaube, das hat er einfach, weil Nils keine Lust mehr hat auf Achterbahn. Es nervt langsam. Es nervt langsam. Es ist wirklich super viel. Also das ist, ja. Man weiß gar nicht, von welchem Highlight man zum nächsten Rennen hier soll. Das ist echt anstrengend. Das sind Luxusprobleme. Also das ist wirklich ein das riesen, wirklich dieser Park ist ein riesen Luxusproblem. Ja. Wirklich, man hat hier ein geiles Ding, also eine geile Achterbahn neben der anderen. Völliger Wahnsinn hier. Ja, die peitscht halt mit so 92 km/h durch die Strecke. Kreischt dabei wie ein wildes Tier und fällt sich echt angenehm. Drückt im in der letzten Helix auch wunderbar schön. Vor allem, wenn man hinten sitzt. Ist nämlich auch so, dass genauso wie beim Monster, es gibt eine Blockbremse in der Mitte der Strecke, die im Monster ausgebaut ist. Hier ist sie noch drin, aber sie bremst kaum. Genau, also man merkt, dass man sie touchiert, aber dort wird kaum Geschwindigkeit abgebaut. Ja. Das war Raptor. Ansonsten fehlen jetzt noch an Highlight-Bahn für mich Maverick auf jeden Fall, der Intamin Multi-Launch Coaster. Oh, ja, der kommt ja auch noch. Und dann kommen hoffentlich noch ein paar Wiederholungsfahrten. Es ist ein bisschen voller geworden hier im Cedar Point. Genau. Heute Morgen war es noch schön leer. Es scheint, als hätten viele Leute jetzt den Abendeintritt genutzt. Bock auf langes Wochenende quasi. Genau. Und verbringen nochmal den Abend hier. Das haben wahrscheinlich auch viele Jahreskarten. Genau. Nichtsdestotrotz werden wir heute noch einiges fahren. Das hören wir dann später einfach. Genau. Ne? Das machen wir. Wir melden uns einfach später nochmal. Wir wechseln den Hintergrund. Genau, denn hier ist es eigentlich relativ schön, aber man sieht so wenig Achterbahn im Hintergrund. Tatsächlich. Das ist das Problem. Bis später. Da sind wir wieder. Willkommen zurück. Aus Cedar Point. Wir sind immer noch hier. In der abendlichen Abendstunde. Es ist 20 vor 8 und wir haben immer noch nicht alle Achterbahnen durch. Es ist ein Fest. Es ist wunderbar. Es ist total anstrengend. Genau. Ja, aber wir, also Nils findet es ganz anstrengend, ich finde es nur so ein bisschen anstrengend. Aber Licht ist am Ende des Tunnels. Wir müssen jetzt noch theoretisch zwei Bahnen, wovon wir eigentlich davon ausgehen, dass wir davon nur noch eine machen werden können, weil es der Kiddy Coaster ist. Das heißt, wir machen jetzt noch den Vekoma Junior Coaster. Kann sein, weiß ich nicht. Da gehen wir jetzt gerade hin. Und irgendwo gehen wir gerade hin. Haben wir es hoffentlich geschafft. Aber wir sind auch schon wieder zwei Sachen gefahren. Ja, von fleißig. Unter anderem gerade Maverick, ein Intermin. Ich glaube, der Typ ist Blitzcoaster. Auf jeden Fall ist es ein Multi-Launch. Multi-Launch von Intermin aus dem Jahre 2007. Mit so angenehm 1360 Meter Streckenlänge. Angenehm. Und die prügelt dich so nicht ganz mit 100 km/h durch den Track. Der Lift. Ja. No, no fault, it's a video, thank you. Auf das Personal von Cedar Point. Ist freundlich wie immer. Der erste Lift geht so 32 Meter hoch, per LSM angetrieben. Und ja, dann... Was denn? Ja, erzähl weiter. Ach so, warum bist du denn aus dem Bild raus? Ja, versuchst du dir was einzufangen. Ah, jetzt verstehe ich, was der Sport ist. So. Genau. Wo war ich? Achso. Ja, die Bahn hat zwei Parts eigentlich. Den ersten Teil, der wird durch einen Lim-Lift eingeleitet und einen 95-Grad-Drop. Fährt man durch ein paar Kurven, Felsen. Das sah schnell aus. Ja. Und ist etwas gemächlicher. Und dann endet es abrupt unter der Station in einem Tunnel. Genau. Und dann kommt der zweite gebremst. Und dann geht es genau mit dem Abschluss weiter. Und der zweite Part ist auch recht spektakulär. Genau. Der Abschluss macht ist sehr krass, dann wird man erstmal wieder abgebremst. Genau, das ist ein bisschen komisch, aber... Aber danach geht es richtig wild über die Strecke mit Überschlägen und Genau. Sehr macht Spaß. Reichlich Spaß, werden wir hoffentlich nochmal fahren. Ich denke doch. Genau. Ja, was denn? Irgendwas sind wir noch gefahren. Die Minenbahn. Ja, die Minenbahn.
Cedar Creek Mine Ride. Eine Minenbahn von 69, wieder wie in den ganzen anderen Parks von Cedar Fair, auch wieder ein Holzständerwerk und eine Stahlschiene obendrauf. Es fährt sich genauso wie in, wo war denn das? Caravans. Caravans, wie ein Sack Flöhe, also wie eine Kiste. Schrecklich einfach. Also einfach scheiße. Ganz schlimm. Ende. Aua. Und muss man nicht großartig erwähnen. Nein. Nein. Aus. Reicht. Gut. So, wir gehen jetzt Richtung Snoopy. Ja. Denn ich vermute mal, dass in der Nähe auch hoffentlich die Bahn ist. Ja, hier gibt's auch ein Snoopy Camp. Wie in jedem Cedar Fair Park. Meine Hose ist nass. Warum? Ah, ich habe meine Flasche. Es ist Kondenswasser von deiner Flasche. Okay, bis später. Immer wieder hier in Cedar Point, Sandusky, Ohio, Amerika. Okay, so genau? Naja, passt schon. Wir sind jetzt hier kurz vorm Rausgehen. Der Park hat zu. Ich muss den Looping einfach ins Bild bringen. Nein. Ja, der Park hat gerade geschlossen. Die haben nochmal so eine halbe Stündchen länger gemacht als angekündigt, also zumindest uns bekannt war. Nils, was haben wir noch gemacht? Wir sind, wie angekündigt, Gatekeeper gefahren und wie erwartend war es jetzt heute Abend auch in der letzten Reihe wesentlich besser als heute Morgen. Dennoch... Ernüchternd? Nein, er ist gut. Er ist wirklich gut. Mir gefällt auch, also bei der letzten Fahrt hat mir das Element durchs Gate halt noch mehr gefallen. Also das, Ich hab das mal drauf geachtet, das ist ganz schön eng. Also, das wirkt auf jeden Fall sehr eng während der Fahrt. Das also Near Mist ist da wirklich sehr gut ausgeführt und kommt wirklich sehr gut. Ja. Ja, so viel zu der Bahn. Was haben wir danach noch gemacht? Wir sind weiter zu Millennium, Top Thrill Dragster. Haben uns da angestellt, wir wollen Top Thrill Dragster fahren. Leider gab es eine Störung. Während wir da anstanden. Genau. Und deswegen sind wir dann zu Millennium Force gegangen. Irgendwas an den Bremsen vom Lounge. Da haben die halt an den Zylindern rumgespielt. Bla, egal. Genau, dann sind wir zu Millennium Force. Genau, und das war Glücksfall, denn es war super leer dort. Wir konnten dort dann am Ende noch 3 Runden fahren. Wie Jonas schon erwähnte, in den verlängerten Öffnungszeiten. Wir haben eine Sache vergessen. Die kommt danach. Millennium Force. Super Bahn im Dunkeln. Schöne Aussicht über den Park. Ja, muss ein bisschen aufpassen wegen der Mücken. Genau. Aber es gab einen Ort, wo es noch eine schönere Aussicht über den Park gab. Windseeker. Genau. Wie in jedem Cedar Fair Park gibt es hier einen Windseeker. Ja. Das ist der vierte, den wir jetzt gefahren sind. Und Überraschung, fährt sich genau wie die anderen. Die Aussicht ist nur anders. Viel, viel schöner. Also wir sind sie wirklich jetzt hier im Sonnenuntergang gefahren. Ein Traum, in wirklich. Ein wunderschöner Traum. Der Himmel war blutrot und die Achterbahnen waren so einen leichten Dunst getaucht. Und ja, leider durfte man keine Kameras mitnehmen. Es war und sehr leider schön. Ist die Fahrt wieder viel zu kurz gewesen. Man ist oben, dreht sich eine Runde und fährt wieder runter. Das ist wirklich sehr schade. Aber ich finde dieses Modell tatsächlich besser als die klassischen Starflyer. Ja. Als die das erste Mal aufgetaucht sind im Internet, dachte ich nur so, was soll das denn? Kann man ja gar nicht schaukeln, aber für eine Aussichtsfahrt total top. Absolut. Ja, ja allgemeines Fazit noch zum Park, Nils, persönliches Fazit, also irgendwas toll gewesen heute, irgendwas nicht so toll gewesen. Wie fühlen wir uns heute? Also ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, Millennium Force ist knapp nach Steel Vengeance mein Lieblingsbahn hier im Park, gerade auch nach den Fahrten jetzt hier heute Nacht. Ich hätte wirklich gedacht, dass mich hier der Dive Coaster Wall Raven richtig flashen wird. War leider nicht so. Daher wirklich Millennium Force und Steel Vengeance ganz weit oben. Der Park an sich hat mir richtig gut gefallen. Die Atmosphäre hier am See, die Möwen. Es ist ein ganz angenehmes Klima hier, es ist immer ein leichter Wind, man schwitzt nicht, Sonne hat heute gar nicht großartig gestört.
Ich bin total begeistert vom Park, habe es mir aber auch schon so gedacht. Ich schließe mich bei den Bahnen Nils komplett an. Hey, wir sind uns mal einig bei den Bahnen. Wow. Das ist auch eher selten. Was wollte ich noch sagen? Genau. Wer mich kennt, weiß, dass ich informiere mich nicht über Parks, wo ich nicht hinfahre. Also nicht so im Detail. Und daher war mir vieles hier im Park gar nicht so bekannt. Was mich sehr überrascht hat, ist, was wir später erst gemerkt haben, als wir mal im hinteren Bereich vom Park waren, dass sie echt eine schöne Ecke haben, wo viele Bäume sind. Da haben wir auch ein Video schon ein Video gedreht. Ja. Von, viele Bäume, da ist ein Streichelzoo, da sind Pferde, da sind sogar Lamas. Hey, die haben Lamas! Direkt unter der Millennium Force. Ob Tierschützer, weiß ich nicht, ob das jetzt gut ist. Aber auf jeden Fall wirklich sehr schöner Bereich. Auch da gibt es so Holzschnitzereien, da gibt es Glasbläser, die da zeigen, wie man Glas bläst. Also hätte ich hier in diesem Park niemals erwartet. Ich dachte, das wäre echt so flache Kirmes technisch aufgebaut, was hier auch viel ist. Also wirklich die meisten Bahnen sind eher wirklich nur im Ansatz thematisiert, was aber auch gar nicht stört, weil dieser Gesamtpark an sich ja wirklich ein Traum ist. Überall geht jetzt hier langsam Licht aus. Ich glaube, wir müssen auch langsam ein bisschen kürzer treten, also das Video beenden. Herr Cedarpoint meldet sich auch gerade zu Wort und sagt, es ist jetzt Feierabend. Oh, letztes Lied. Ja, das Riesenrad ist übrigens wunderschön. Das ist komplett LED-isiert und macht hier wunderschöne Figuren, das seht ihr noch nicht. Das zeigen wir gleich nochmal. Weil wir uns verkehrt herum gedreht haben. Ah, da sieht man's. Hey! Ja. Und versteckt sich für die Loopings hier hinter den Bäumen. Genau, das ist auch sehr schön hier. Alle, gibt's viele Positionen, wo man Fotos machen will und dann ist immer ein Baum im Weg. Aber wenigstens gibt's hier Bäume. Also wie gesagt, ich bin echt begeistert von diesem Park. In dem Sinne, beenden wir den heutigen Tag? Ja, okay. Und was machen wir danach? Also, klar, wir fahren jetzt ins Hotel, schlafen und dann, was machen wir morgen? Kommen wir mal hierher. Richtig. Einen halben Tag. Denn morgen haben wir wieder mal Wandertag. Aber wir müssen nicht so viel wandern, also kommen wir nochmal her. Geil, oder? Ja. Ja. Morgen geht's nach Chicago und ja, kommen wir bis mittags nochmal hierher. Und danach machen wir was ganz Verwegenes. Wir gehen an den Strand. Ja. Das machen wir. Alles klar. Gute Nacht, schönen Abend. Gute Nacht. Ciao. Tschüss.